1, 2, 3. Du hast ja neue Schuhe. Gibst du mir das Papier mal wieder? Hier. Danke. Beim Lunch hast du es ja noch nicht angehabt. Sehen prima aus. Ich weiß nicht, sehen sie aus. Aber bequem sind sie. Du, ich muss den Entwurf für den Propeller bis nächste Woche fertig haben. Toaster und Bügeleisen habe ich lieber gebaut. Warte erst mal ab. Du bist ja noch keine 6 Wochen hier. So. Dann gehe ich jetzt. Sag mal, könntest du mir bis zum 1. Platz 10 Piepen leihen? Weißt du, heute... Alles sicher. Heute ist unser Hochzeitstag und da wollte ich mit Betty mal essen gehen. Hier. Danke. Willst du nicht mitkommen auf den Drink? Wie viel der Hochzeitstag ist es denn? Warte. Du, Jack, ich kann das nicht. Bis morgen. Grüß Betty von mir. Morgen. Der Schrei der Eule. Kriminalhörspiel nach Patricia Highsmith. Funkbearbeitung Marion Kolbach. Regie Hans Rosenhauer. Eine Topfblume mitgebracht. Oh, Greg, sie ist wunderschön. Ja. das riecht nach gebratenem Hähnchen. Es muss gleich fertig werden. Ich freue mich schon, Liebling, wenn wir im März zusammen wohnen. Greg, machst du den Wein noch bitte? Den auf dem Tisch? Ja. Du, meine Mutter hat gefragt, ob wir Weihnachten bei Ihnen verbringen. Ich habe zugesagt, Kleines. Ist dir doch recht, oder? Ist okay. Weißt du, Greg, nicht, dass ich mir Sorgen mache, aber ich glaube, es schleicht jemand um mein Haus. Naja, der Abend ist heute ideal dafür. Schön duster. Vielleicht ist da wirklich jemand. Aber sehen kann ich nichts. Und wenn, verscheuchst du ihn. Kommst du? Ja. Guten Appetit. Weißt du was? Ich schlafe hier im Wohnzimmer, Liebling. Dann kann ich dann leichter rausrennen. Ich ziehe mich gar nicht erst aus. Und wenn ich dann einen erwische... Willst du ein schönes, dickes Holzscheit als Knüppel? Ich hol dir einen vom Kamin. Ach, Jane, Liebling. Das Hähnchen ist wunderbar. Danke dir dafür. Ich gehe gleich nochmal nachsehen. Dann mache ich inzwischen heiße Schokolade zum Nachtisch. Willst du? Wenn es dir keine Mühe macht. Ist da jemand? Jenny, ist niemand. Weißt du, was das ärgste Verbrechen ist, was man begehen kann für mich? Was denn? Wenn man jemand fälschlich der Vergewaltigung bezichtigt. Wie kommst du denn darauf? Ich habe sowas in der Zeitung gelesen. Ein Mädchen hat jemanden beschuldigt. Bis jetzt haben sie ihm aber noch nichts beweisen können. Hallo? Eine freudige Nachricht. In einem Monat bist du ein freier Mann, Bobby. Ich habe von deinem Rechtsanwalt noch nichts gehört. Oh, du kriegst die Rechnung, wenn es soweit ist. 50-50, okay? Selbstverständlich. Und was macht der Verstand, mein Guter? Hast du ihn schon verloren? Verkriechst du dich immer noch in diesem kleinstädtischen Mauseloch da unten? Ich habe ja nicht vor, hier ewig zu bleiben. Ach, das ist mir doch gleich, was du vorhast. Du bist ein Kriecher und von Kriechern habe ich die Nase voll.
Sag mal, womit vertreibst du dir denn da unten deine Zeit, hä? Nicht mehr damit, fremde Männer vor die Tür zu setzen, die in meinem Bett und in meiner Badewanne ihren Kater ausschlafen. Schon interessante Mädchen kennengelernt. Wie wäre es, wenn du dich an deinen neuen Mann hältst und mich in Ruhe lässt, ja? Darauf kannst du dich verlassen. Der ist nicht so wie du und bläst dauernd Trübsal, du Psychopath. Auch wenn du nicht so aussiehst. Ja, ich weiß. Woran denkst du? Dauernd fragst du mich, woran ich denke. Muss ich denn immer an irgendwas denken? Solange du nicht an dieses verdammte Haus denkst und dir Sorgen machst. Sag nicht verdammtes Haus, nur weil ich vorgestern draußen mal komische Geräusche gehört habe. Na schön, mein Liebling. Auf jeden Fall ist es ein altes Haus und in alten Häusern gibt's komische Geräusche. Mit meinem Haus ist alles in Ordnung. Okay, Jenny, okay. Aber glaub ja nicht, dass ich in diesem oder einem ähnlichen Haus wohnen werde, wenn wir erstmal verheiratet sind. Und bis dahin möchte ich mein Haus genießen, auch wenn es noch so weit draußen liegt. Das sollst du ja auch, mein Kleines. Sag mal, Jen, du hast doch nicht jemanden gesehen hier? Das würde ich dir doch sagen. Sei nicht albern. Ich bin nicht albern. Du hast immer so viele Geheimnisse, Kleines. Warum bist du ja auch eine so aufregende Frau? Oder hat mein Mädchen Angst? Ach, Greg, hör auf. Ich kann heute hier nicht schlafen, aber ich guck draußen noch mal nach, bevor ich fahre. Hallo? Hallo, Jenny. Ach, Mami. Du, dein Vater und ich freuen uns, Häschen, dass du Greg schon im März heiraten willst. Ich weiß, Papi mag ihn gern. Na, ich doch auch, so ein netter Junge. Ich werde aufhören in der Bank. Gut. Greg will auf keinen Fall, dass ich weiter arbeite. Das ist doch ganz vernünftig. Ich will auch Kinder. Ja. Greg sagt, ich werde die beste Mutter der Welt sein. Vielleicht gehe ich wieder zurück aufs College, wenn meine Kinder groß sind. Du, Jenny, sag mal, hast du schon über die Einladungen nachgedacht? Ja, am Sonntag können wir die Liste durchgehen. Ach du, ich bin so froh, dass du Greg heiratest, Häschen. Du, jetzt müssen wir aber Schluss machen, ist ja ein Ferngespräch. Bis dann, Mami. Bis dann. Da hinten? Kommen Sie raus aus dem Gebüsch. Guten Abend. Was wollen Sie hier? Sind Sie aus der Nachbarschaft? Nicht ganz. Ich wohne in Langley. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Ja. Ja, natürlich. Wie heißen Sie? Robert Forrester. Ich nehme an, Sie wollen die Polizei rufen. Sie sind schon öfter hier gewesen, ne? Ja. Ich will nicht, dass jemand um mein Haus herumschleicht. Wenn ich sicher wäre, dass Sie mich nicht wieder belästigen. Sie können sicher sein. Es tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe. Sehr leid. Ich... Oh, ist das kalt. Entschuldigen Sie. Ich habe Ihnen so gern zugesehen. Beim Kochen. Und Gardinen aufstecken. Ich möchte nicht, dass Sie Angst haben. Ich bin kein... Ich war nur deprimiert, verstehen Sie? Ich möchte es Ihnen gerne erklären, aber ich kann es nicht, weil ich den wahren Grund selbst nicht weiß. Es fängt an zu regnen. Möchten Sie nicht hereinkommen? Ich koche uns einen Kaffee. Kommen Sie. Sie halten mich bestimmt für verrückt, weil ich Sie hereingebeten habe. Glauben Sie an schicksalhafte Fügung? Was meinen Sie damit?
dass ich Sie heute Abend kennengelernt habe. Sie wollen sagen, Sie glauben an seine Fügung. Natürlich. Jeder Mensch verkörpert für den anderen etwas. Und was verkörper ich für Sie? Das weiß ich noch nicht. Ich komme sicher bald dahinter. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt Ihnen. Ja, danke. Damals, als ich so deprimiert war, da hatten wir Besuch. Ein Freund meines Vaters. Ich mochte ihn nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er den Tod verkörpert. Und dann, eine Woche nachdem er fort war, kriegte mein kleiner Bruder spinale Meningitis. Und ist schließlich gestorben. Was verkörper ich für Sie? Ein glückliches Mädchen. Mit einem Heim. Eine Verlobte. Zufrieden, glücklich und... Ich habe noch nie gefunden, dass ich zufrieden bin. Was haben Sie gesehen? Ich habe zugeguckt, wie Sie gekocht haben. Gegessen. Es hat mir gefallen, wie Sie Ihr Haar zurücksteckten, wenn es Ihnen ins Gesicht fiel. Sie wirkten so robust. Sie arbeiten in Harvard Corners, nicht wahr? Ja, in der Bank. Ich bin Kassiererin. Im Frühjahr werde ich heiraten. Er heißt Greg Wincoop. Greg verkauft Pillen. Schlafpillen, Weckpillen, welche, mit denen man sich das Trinken abgewöhnen kann, das Essen. Sie lieben ihn wohl sehr. Ich glaube schon. Greg ist ein großartiger Kerl. Und unsere Familien mögen sich auch, das ist sehr wichtig. Ich bin nicht wahnsinnig verliebt wie in meinen ersten Freund, aber mit dem war meine Familie nicht einverstanden. Ich hoffe, Sie werden glücklich. Vielen Dank für mich. Ich heiße Jenny Tirolf. Ja, Miss Tirolf, ich... Mögen Sie Plätzchen? Ich weiß, Sie werden denken, dass ich einen Klaps habe oder so. Aber ist doch nichts dabei, wenn man jemandem Plätzchen schenkt. Nein, hier. Es ist ja nicht... Ist da. Wenn Sie mal mit jemandem reden wollen, ich hoffe, Sie rufen mal an. Das Vergnügen ist weg. Was für eine langweilige Person. Vorbei, der schöne Traum. Na gut, Herr Doktor. Ich werde mich wieder an Ihre Ratschläge halten. Die kleine Ein-Mann-Armee. Essen, Büro, schlafen, baden, rasieren, essen, wieder Büro. Ja, ohne das hätte ich deine lieben Telefonanrufe nicht überlebt, Nicky. Müssen Psychopathen immer aussehen wie Psychopathen? Wenn du hier erfährst, wie ich das Mädchen kennengelernt habe, wirst du kreischen vor Freude. Besser, ich sehe sie nicht wieder. Hallo? Hallo. Geht es Ihnen heute besser? Wer ist denn da? Jenny Tirolf. Sie haben mir die ganze Zeit nichts von sich hören lassen, da dachte ich, ich rufe Sie mal an. Hatten Sie ein schönes Weihnachtsfest? Danke. Ich hoffe, Sie auch. Es war gemütlich. Das soll Weihnachten ja auch sein. Sie hören sich ja gar nicht mehr so deprimiert an. Mir geht's auch besser. Haben Sie Lust, mal zum Abendessen zu mir zu kommen? Ja, ich würde lieber Sie einladen. Wo wollen Sie und Greg denn wohnen, wenn Sie verheiratet sind? Greg hat schon ein Haus in Trenton gefunden. Sie sehen aus, als würden Sie es nicht allzu lange in der Provinz aushalten. Als würden Sie sich in einer Großstadt wohler fühlen. Was machen Sie beruflich? Ich baue Flugzeuge. Für Langley Aeronautics. Ich habe auch das College besucht. Mein Vater war überhaupt nicht damit einverstanden. Und wollte, dass ich wenigstens auch Handelskurse belege. Und habe ich abgebrochen. Ich arbeite jetzt in der Bank. Sie freuen sich bestimmt auf die Heirat. Nein. Ich glaube, letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass ich mir überhaupt noch nicht klar bin, ob ich Greg überhaupt heiraten soll. So. Und warum nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn genug liebe. Ich werde ihn nicht heiraten. Wann haben Sie sich denn dazu entschlossen? Kurz nach Weihnachten. Ich würde Ihnen raten, die Hochzeit erstmal zu verschieben für ein paar Monate. Haben Sie schon mit Greg gesprochen? Wir haben abgemacht, dass wir uns bis zum 20. Januar nicht sehen. Greg glaubt, ich überlege es mir doch wieder anders. Und Sie? Sind Sie wegen einer Frau aus New York weggegangen? Nein,
Wegen einer Unstimmigkeit im Büro. Außerdem, das Haus, in dem ich wohnte, sollte abgerissen werden. Wollen wir gehen? Gerne. Fahren wir noch ein Stück spazieren? Von mir aus. Hallo? Hier ist Jenny Tiroff. Ich wollte mich für den schönen Abend bedanken. Haben Sie Lust, Sonntag zu mir zum Essen zu kommen? Ich möchte lieber warten, bis es sich mitträgt. Ach, das ist doch nicht so ein Dickkopf. Ich freue mich. Gut. Gegen 8, ja? Hier auf dem Foto, das ist der, in den ich so verliebt war, vor Greg. Mhm. Den Ihre Eltern nicht mochten. Mhm. Ich bin ganz froh, dass ich ihn nicht gekriegt habe. Er hat letztes Jahr irgend so eine dumme Pute geheiratet. Das hier mit dem großen Mund, das ist mein Bruder. Sie haben doch mal von einem Mann gesprochen, der zu Besuch war, bevor Ihr Bruder krank wurde. Wie sah der aus? Braunes Haar, braune Augen, dick und falsche Zähne. Ich habe manchmal einen seltsamen Traum. Ich gehe auf einen Mann zu, der ganz allein an einem Tisch sitzt, ein Mann im Priestergewand. Ich sage, sind Sie Bruder Green oder auch Bruder Smith oder so? Und dann sieht er lächelnd zu mir auf und sagt, nein, ich bin Bruder Tod. Und dann? Wache ich auf. Wie sieht er aus? Er hat schwarzes Haar, glatt, an Schläfen grau. Auf einer Seite hat er einen Goldzahn, außerdem eine schwarz geränderte Brille. Ich glaube wirklich, dass der Tod so kommt. Ich meine als Person. Wenn man so eine Person sieht, weiß man sofort Bescheid, weil es ja einen selbst betrifft. Wer kann denn das sein? Hallo, Liebling. Greg, ich habe Besuch, kannst du dich nicht erinnern? Kann ich nicht, Jenny, lass mich durch. Greg, das ist... Robert Forrester, guten Tag. Freut mich. Ich dachte, ich müsste mal nach dir sehen. Das hast du ja nun. Könntest du bitte wieder gehen? Mr. Forrester, gewöhnlich pflege ich nicht, bei Leuten einzudringen, aber zufällig bin ich mit Jenny verlobt. Greg. Kleines, ich weiß, dass du mich liebst. Aber seit 3 Wochen kapiere ich dich nicht mehr. Woher sind Sie, Mr. Forrester? Woher kommen Sie? Ich wohne in Langley. Dann sind Sie hier ja ziemlich weit weg von zu Hause. Dein Ton passt mir nicht. Ich habe das Recht zu wissen, warum meine Verlobte sich wochenlang weigert, mich zu sehen. Ist das dein... Greg, jetzt... Hören Sie. Ich habe keinerlei Absichten auf Miss Tiroff. So. Ich finde ein Mädchen, das ich verlobt gehe ist... Müsste... Danke für die Einladung. Guten Tag. Also los jetzt. Wer ist das? Hallo? Hier ist Jenny. Es tut mir leid wegen vorhin. Ist Greg noch da? Nein, er ist weg. Hören Sie, Robert. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Es ist noch nicht sehr spät. Könnte ich zu Ihnen kommen? Ja, aber Greg... Greg weiß jetzt, dass ich ihn nicht heiraten werde. Also geht ihn das nichts mehr an, was ich tue. Er wird vor dem Haus im Auto auf Sie warten und Ihnen auf Schritt und Tritt folgen. Ich bin sicher, das wird er nicht. Er hat endlich eingesehen, dass ich es ernst meine. Warum bleiben Sie heute Abend nicht lieber zu Hause? Bitte, Robert. Ich muss Sie sehen. Kann ich nicht doch zu Ihnen kommen? Ich finde es nicht richtig. Also gut. Kommen Sie. Kommen Sie. Möchten Sie etwas trinken? Ein Kaffee? Ich möchte nichts. Setzen Sie sich. Robert. Ich habe Ihnen vorhin verschwiegen, dass Sie der Grund sind, warum ich Greg nicht heiraten kann. Jenny, Sie wissen doch gar nichts über mich. Sie wissen zum Beispiel nicht, dass ich verheiratet bin. Ach, dann haben Sie New York doch wegen einer Frau verlassen. Wegen Ihrer Frau. Sie wissen auch nicht, dass ich eine Zeit lang in ärztlicher Behandlung war. Und was hat das alles damit zu tun, dass ich Sie gern habe? Jenny, ich bin ein Mensch, wie soll ich es sagen, der Mühe hat,
geistig gesund zu bleiben. Sind Sie nicht gerne mit mir zusammen? Doch, sehr. Aber es ist nicht gut. Ich möchte, dass Sie glücklich sind, verstehen Sie? Als ich Ihnen durch das Fenster zusah, stellte ich Sie mir immer glücklich vor. Mit einem Freund, den Sie heiraten würden. Es war falsch, Sie wiederzusehen. Es war falsch, Sie kennenzulernen. Nein, ich bin Ihnen dankbar. Durch Sie habe ich erkannt, dass ich Greg nicht liebe und ihn nicht heiraten darf. Jen! Jen, nun sag schon, wo wohnt er in Langley? Seine Telefonnummer habe ich, jetzt brauche ich noch seine Adresse. Greg, ich muss aufhören. Ich kann in der Bank nicht privat telefonieren. Außerdem bist du einfach kindisch. Und du bist ein Feigling, Liebling. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Nenn es, wie du willst. Mir ist das völlig Schnuppe. Du rufst jetzt das fünfte Mal in dieser Woche an. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Ach, wirklich? Ich habe seine alte Nummer in New York angerufen. Seine Frau war dran. Sie lassen sich scheiden, Jenny. Weißt du, dass du mit deinem Leben gespielt hast, als du ihn zum Essen eingeladen hast? Was du nicht sagst. Oh, Jenny, wir wollen uns doch nicht zanken. Als seine Frau sagte, dass er verrückt ist, da habe ich angefangen, zwei und zwei zusammenzuzählen. Sag mal, Jen. Ja? Der Spanner. Das war doch er. Kennst du ihn daher? Antworte. Ich glaube, du hast den Verstand verloren. Ach, weshalb weinst du denn jetzt, Liebling? Ich wollte doch nicht, dass du weinst. Hör zu, kann ich zu dir kommen? Ich bin in Langley. Ich will dich nicht sehen. Jenny, ist was passiert? Ich konnte sie telefonisch nicht erreichen. Immer war der Anrufbeantworter an. Kommen Sie rein. Hallo? Hallo, Greg. Wie geht's? Ach, Niki, Sie? Ja, nicht besonders. Ich glaube, meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Was wollen Sie damit sagen? Ja, mein Mädchen. Sie bleibt jetzt anscheinend auch nachts bei Robert. Jede zweite Nacht parkt Jennys Auto vor seinem Haus. Die ganze Nacht über. Was? Mein Gott, das ist ja furchtbar. Bestimmt ist die Affäre bald vorbei. Falls ihre Verlobte nicht selbst einen Klaps hat. Und das bezweifle ich. Jedes Mädchen muss über kurz oder lang dahinter kommen, was mit Robert los ist. Sie glauben doch nicht, dass er ihr gefährlich werden könnte? Das kann man nie wissen. Ich habe vor ein paar Tagen mal mit ihm telefoniert. Ich habe ihm geraten, die Finger von ihr zu lassen. Und noch am selben Abend steht ihr Auto wieder vor seiner Tür. Ich verstehe Sie, Greg. Robert macht dauernd solche Geschichten. Also ich meine, dass er sich ein Mädchen schnappt, am liebsten ein ganz junges, und das dann sitzen lässt, wenn er es satt hat. Warum drohen Sie ihm nicht eine Tracht Prügel an? Ach. Er ist ein Feigling. Und Sie scheinen genau das Gegenteil zu sein. Du, ich habe vorhin mit Greg telefoniert. Er hat wieder mit deiner Frau gesprochen. Sie hat gesagt, du wärst ein Psychopath. Und Psychopathen... Psychopathen müssen ja nicht immer aussehen wie Psychopathen. Ja, genau das hat sie gesagt. Niki ist nicht mehr meine Frau. Vergiss das nicht. Ach, warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Allein der Gedanke, dass er dauernd hinter uns her spioniert. Ja, manche Menschen spionieren gern hinter anderen her. Ich habe den Saft gemacht. Danke. Glaubst du, dass du mich hier lieben könntest? Weißt du, ich liebe dich in diesem Augenblick, aber nicht wie man gewöhnlich liebt. Nicht wie ich Niki geliebt habe. Es kann möglich sein, Jenny. Ich möchte dir nur keinerlei Versprechungen machen, nicht? Du fürchtest dich vor Versprechungen, ne? Ja. Ich habe Angst, dass ich sie nicht einhalten kann. Ich liebe dich, Robert, und alles andere ist mir gleichgültig. Ich möchte nur wissen, was du für mich empfindest. Ich bin gern mit dir zusammen. Du bist ein Mensch, den man gut um sich haben kann, sogar beim Arbeiten. Deine Gegenwart macht mich zufrieden, sie... Und? Es kann so nicht weitergehen, Jenny. Du kannst nicht immer unten auf der Couch schlafen. Die Nachbarn werden anfangen zu klatschen. Sie sehen dein Auto, sehen, dass du ein äußerst hübsches Mädchen von 23 Jahren bist. Tut mir leid. Ich geh jetzt rauf, Jenny.
Gute Nacht. Kriege ich keinen Kuss auf die Stirn? Auf die Wange? Nein. Ich möchte... Ich bin so glücklich, Robert. Darf ich etwas für dich tun? Mir fällt nichts ein, danke. Gar nichts? Kann ich nicht einen Pullover für dich stricken? Nein. Doch, du kannst das für mich tun. Kennst du einen Arzt, von dem du mir ein paar Schlaftabletten besorgen kannst? Aber natürlich kann ich das, natürlich. Danke. Ich gehe jetzt. Ich bin müde. Gute Nacht. Jenny? Ja? Du solltest wirklich nicht so oft hier übernachten. Entschuldigung. Wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Greg. Ich brauche erstmal einen Drink. Greg? Wieso? Ja, aber einen doppelten Scotch bitte. Was ist denn passiert? Ich bin am Fluss lang gefahren. Dann habe ich seinen grünen Plymouth hinter mir erkannt. Ganz dicht. Er hat versucht, mich abzudrängen. Er ist ja völlig verrückt. Ich hab angehalten und bin ausgestiegen. Dann haben wir uns geprügelt. Greg war wie rasend. Irgendwie ist er runtergerollt zum Fluss. Ich konnte ja nichts sehen wegen der Dunkelheit, aber dann habe ich das Platschen gehört. Ich bin hinterher, habe ihn am Mantel aus dem Wasser gezogen. Frag mich nicht, warum. Ja. Dann habe ich ihn unten sitzen lassen. Bin abgehauen. Du hast ihm also das Leben gerettet? Das will ich nicht sagen. Das Wasser ist flach da, glaube ich. Eine Menge Felsen. Ach, ich finde, der gehört in das Schloss und Riegel. Danke. Er hat dir einen Zahn rausgebrochen. Der Kleid gefällt mir. Jenny? Ich ziehe um nach Philadelphia. Meine Firma hat einen besseren Job für mich. Aber ich werde oft rüberkommen. Dann ist das wohl einer der letzten Abende, an denen wir zusammen sind. Ich könnte auch nach Philadelphia ziehen. Würde dich das stören, Robert? Ich dachte, du hängst in deinem Haus. Nicht, wenn du nicht mehr da bist. In der Nähe, meine ich. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn du auch nach Philadelphia ziehst. Hallo? Guten Abend, Miss Tierholf. Hier spricht Mrs. Van Fleet. Ratswertin. Moment bitte. Ja, Mrs. Fleet? Haben Sie eine Ahnung, wo Greg steckt? Nein, tut mir leid, Mrs. Fleet. Im Augenblick nicht. Ich habe ihn mehrere Tage nicht gesehen. Er ist nämlich seit Samstag verschwunden. Verschwunden? Ja. Oh, wahrscheinlich ist er mit seinen Pillen unterwegs. Das glaube ich nicht. Die Polizei hat gestern sein Auto am Fluss gefunden. Es stand einfach so da. Die Tür war noch auf. Das verstehe ich nicht. Die Polizei meint, er ist vielleicht ertrunken. Ertrunken? Ja, im Gebüsch unten am Fluss hat man Spuren eines Kampfes gefunden, sagt die Polizei. Also ich bin der Ansicht, er ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Es wird ihm schon nichts passiert sein, Mrs. Fleet. Na, dann entschuldigen Sie, Miss Tierholf. Ja, bitte. Sie sagten, als Sie Wincoop verließen, saß er am Ufer. Ja. Wie weit vom Wasser war das? Mindestens 1,5 Meter. Genau kann ich es nicht sagen. Es war ziemlich dunkel. Saß er oder haben Sie ihn so zusammengeschlagen, dass er am Boden lag? Ich bin sicher, dass er saß. Wie weit er angeschlagen war, weiß ich nicht. Aber war so angeschlagen, dass Sie ihn einige Minuten zuvor aus dem Wasser ziehen mussten. Ja. Das ist eine Routinefrage, Mr. Forrester. Sind Sie vorbestraft? Nein. Wer hat Ihrer Meinung nach mehr abbekommen? Ich möchte bezweifeln, dass Wincoop so zugerichtet ist wie ich. Wie ist eigentlich Ihre Beziehung zu seiner Verlobten? Nun, was wollte die Polizei von dir? Naja, wegen Greg. Du glaubst doch nicht, dass er wirklich ins Wasser gefallen ist? Soviel ich weiß, waren meine Felsen keine Stromschnellen.
Was wollten Sie wissen? Sie wollten wissen, ob wir miteinander verlobt sind. Ich habe Ihnen klargemacht, dass wir es nicht sind. Warum war dir das so wichtig, der Polizei zu erklären, dass wir nicht verlobt sind? Ja, wir sind da nicht verlobt, Jenny. Ich dachte, wenn ich es klarstelle, sieht die Sache gar nicht so dramatisch aus. Wieso dramatisch? Ja, ein Mann ist verschwunden. So sieht es jedenfalls aus. Was denn los? Nichts. Warum? Du machst ein Gesicht, als ob ich... Ich kapiere dich nicht. Ich stehe vor einem Rätsel. Jenny, du willst ja nicht behaupten, dass ich... Ich habe dir doch jede Sekunde dieser Nacht geschildert. Nein, das ist es nicht. Was ist los? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, ich werde es bald wissen. Ich gehe jetzt, Jenny. Du brauchst Schlaf. Ja. Gute Nacht. Ja? Ja? In einer hübschen Klemme steckst du da, Bobby. Ein kleiner Mord vielleicht? Mein Gott, Niki, warum hörst du nicht auf damit? Ihm die Freundin wegzunehmen. Du hast mit ihr geschlafen. Großer Gott. Ich habe gehört, sie könnte gut und gerne deine Tochter sein. Und dann ihn in den Fluss zu werfen. Halt du dich da raus, Niki. Ach, du bist ein Esel, ein Schwachkopf. Nacht. Tja, die Leiche ist noch nicht gefunden worden, Mr. Forrester. Aber wir suchen weiter und ich glaube, wir werden auch eine finden. Ich habe heute Morgen mit Ihrer früheren Frau gesprochen. Sie hat mir einiges erzählt über ihren Charakter. Zum Beispiel? Naja, sie sagte, sie sei unberechenbar, neigten zur Gewalttätigkeit. Würden Sie sagen, das stimmt? Geschiedene Eheleute stehen nicht immer auf bestem Fuß miteinander. Und was die Gewalttätigkeit angeht, Winko hat mich angegriffen. Haben Sie nicht vielleicht doch einen Knüppel genommen und ihn tüchtig über den Kopf geschlagen? Wir haben nur die Fäuste gebraucht. Na gut. Wie haben Sie eigentlich Miss Tirolf kennengelernt? Was hat das damit zu tun? Ich sehe nicht ein, was meine Bekannte... Miss Tirolf zieht es ebenfalls vor, sich darüber auszuschweigen. Ja, Ihre Frau hat uns da eine Geschichte erzählt von einem Voyeur. Wincoop habe ihr gesagt, dass ich eine Zeit lang bei Miss Tirolf ein Voyeur herumgeschlichen habe. Sie haben sie nicht zufälligerweise kennengelernt, als sie um ihr Haus herumgeschlichen sind. Nein! Ihre Frau meinte, das wäre möglich. Meine frühere Frau. Ach ja, entschuldigen Sie. Sie können ja meinen innigsten Dank für Ihre freundlichen Worte bestellen. Und auch dafür, dass Sie sich so rücksichtsvoll aus meinem Leben heraushält. Sie sind doch wegen einer Gemütsstörung in Behandlung gewesen. Setzen Sie sich doch wieder. Wie war das eigentlich mit dem Gewehr? Ihre Frau hat gesagt, Sie hätten es auf Sie gerichtet und geschossen, nur nicht getroffen. Das stimmt. Ja, stimmt. Ich habe ein Gewehr auf Sie gerichtet, aber es war nicht geladen. Miss Tirolf scheint die Geschichte auch zu kennen. Sie sagte, Sie hätten ihr erzählt, das Gewehr sei geladen gewesen. Sie hätten aber nicht geschossen. Wer lügt hier? Miss Tirolf oder Ihre Frau oder beide? Oder Sie? Ich habe Jenny Tirolf erzählt, es sei geladen gewesen. Also hat sie logischerweise auch Ihnen erzählt, dass es geladen war. Meine Frau weiß sehr gut, dass es nicht so war. Okay, okay. Kann ja sein, dass ich am Wochenende was Neues sehe. Das hoffe ich. Hallo? Bist du allein? Ja, natürlich. Ist was passiert? Hast du was Neues gehört? Nein. Warum? Du sprichst so komisch. Ich war eben bei der Polizei. Der Beamte sagte, er hätte mit dir gesprochen. Ja. Was ist los, Jenny? Kannst du nicht frei sprechen? Nichts ist los. Warum fragst du dauernd? Er sagte, er hätte dich gefragt, wie wir uns kennengelernt haben.
Ich wüsste gerne, was du ihnen geantwortet hast. Ich habe gesagt, es ginge sie nichts an. Aha. Schade, dass wir uns nicht verabredet haben, zu sagen, wir hätten uns im Drugstore kennengelernt. Ich finde, das geht sie nichts an. Jenny, du klingst so deprimiert. Das ganze Theater tut mir furchtbar leid. Robert, ich liebe dich so sehr. Was hast du denn gesagt über unser letztes Zusammentreffen? Sei ganz belanglos. Robert, glaubst du immer noch, dass er am Leben ist? Aber sicher glaube ich das. Hallo? Hier spricht Rex Wirtin. Ja? Also, für mich ist es unverständlich, dass Sie noch Ihren Job haben. Unbegreiflich, wie Sie den Menschen hier noch in die Augen sehen können. Ein so netter junger Mann wie Greg. Hören Sie. Ja, mit einem Mädchen herumpussieren, das können Sie. Sie sind ein Mörder, sind Sie. Ich glaube, der bringt... Wollen Sie sie? Na ja, da kann ich nur sagen, hoffentlich tut die Polizei was. Sie gehören nämlich ein. Möchtest du einen Cognac? Mhm. Ich habe deinen Pullover noch nicht ganz fertig. Einen Ärmel muss ich noch zu Ende stricken. Es ist das erste Mal, dass mir jemand einen Pullover strickt. Was wolltest du mit mir bereden? Ich bin am Sonntag nach New York gefahren, um mit Niki zu sprechen. Ich hatte so eine Ahnung, sie weiß, wo Greg steckt. Ich glaube, er ist in New York. Wieso? Ich weiß, wie Niki blufft und ich weiß, wie sie dann aussieht. Greg sitzt irgendwo in einem Hotel in New York und Niki weiß, wo. Der Präsident meiner Firma hat heute Morgen einen Brief bekommen aus New York. Und ich bin sicher, dass Greg ihn geschrieben hat. Was stand denn drin? Genau, was man von Greg erwarten würde, dass ich ein Spanner bin, ein Psychopath. Tja, damit ist Philadelphia für uns gestorben. Was ist los, Jenny? Ich habe dich gestern Abend angerufen. Du warst nicht da. Da habe ich bei meinen Eltern angerufen. Aber wir haben nur kurz miteinander geredet, weil ich mich so über die beiden geärgert habe. Sie behaupten, du seist der Voyeur und hättest vielleicht auch Greg umgebracht und das Ganze ließe sie völlig kalt. Mein Gott, Jenny, ist doch ganz normal. Ich meine, was zum Teufel wissen deine Eltern schon von mir? Oder hat sich deine Einstellung zu mir dadurch geändert? Ich hab dir doch gesagt, dass ich ihr Gerede nicht mit anhören konnte. Jenny, wenn du mir nur sagen wolltest, was los ist... Nach dem, was ich in den letzten Wochen verkraftet habe, kann ich jetzt alles hören. Willst du nicht deinen Cognac trinken? Nein, ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Jenny, wenn du glaubst, dass ich Greg wirklich ins Wasser gestoßen habe, dann sag's doch. Sag irgendwas. Mit wem hast du noch gesprochen an diesem Wochenende? Ich bin Sonntag bei Gregs Vermieterin gewesen. Und? Ich habe mir Gregs Zimmer angesehen mit ihr. Hast du was gefunden? Nein. Ich dachte, es gibt vielleicht irgendeinen Hinweis. Sind alle seine Sachen da? Alle Koffer und so? Ich glaube, wir sollten uns nicht mehr sehen, Robert. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Du brauchst mir nicht zu sagen, was Gregs Wirtin dir eingeredet hat. Ich glaube, ich weiß es auch so. Nein, das ist es nicht. Auf Wiedersehen, Robert. Gehst du ran? Hm. Langley Aeronautics. Mr. Forrester? Ja? Mr. Forrester, wir haben in dem Hotel in New York, das Sie uns genannt haben, Nachforschungen angestellt. Ja? Wir haben einen Mann gefunden, auf den die Beschreibung von Wynkoop zutrifft. Gut. Tja, inzwischen hat der Mann allerdings das Hotel wieder verlassen. Wissen Sie denn, ob die New Yorker Polizei überhaupt nach Wynkoop sucht? Ja, sie suchen. Mhm. Aber etwas anderes, Mr. Forrester. Wir haben eben eine Nachricht erhalten. Ja. Jennifer Tirolf ist heute Morgen um 8 Uhr tot aufgefunden worden.
Jenny? Ja, sie hat eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Was? Der Milchmann fand sie hinter ihrem Haus. Sie war seit 3-4 Stunden tot, sagt der Arzt. Mein Gott. Sie hat einen Brief hinterlassen. Und ich habe gestern Abend versucht, sie anzurufen, Haben Sie sie gebeten, Ihnen Schlaftabletten zu besorgen? Was hat es denn damit zu tun? Ich... Wollen Sie hören, was in dem Brief steht? Ja, ja. Ich liebe dich. Aber anders jetzt und viel inniger. Denn irgendwie bis vor kurzem hatte ich nicht erkannt, dass du den Tod verkörperst. Es war mir vorbestimmt. Danke. Was ist los, Bob? Jenny ist tot. Tot? Schlaftabletten heute Morgen. Los, spuck's aus. Genier dich nicht. Jenny hat einen Brief geschrieben. Sie hat gesagt, ich wäre der Tod. Was? Sag das nochmal. Immer hat sie davon gesprochen. Vom Tod. Von ihrem kleinen Bruder, der mit 12 an spinaler Meningitis gestorben ist. Jenny sagte, sie müsse so lange an den Tod denken, bis sie sich nicht mehr vor ihm fürchtet. Ganz eigenartig. Kannst du mir folgen? Ja, ja. Als ich sie kennenlernte, da sagte sie, ich weiß nicht, was sie verkörpern, aber eines Tages werde ich es wissen. Das war, als ich draußen in mein Haus geschlichen bin. Als du ums Haus geschlichen bist, was soll das heißen? Genau das. Eines Abends hat sie mich erwischt. Auf diese Weise haben wir uns kennengelernt. Dann stimmt das also doch. Vor einem Monat habe ich einen Anruf gekriegt. Ja, ja. Ich habe Jenny durchs Fenster zugesehen. Sie hat mir so... Na was? Sag's ruhig. Als ich hier ankam, litt ich unter verdammten Depressionen. Durch Jenny haben sie sich gebessert. Sie anzugucken, das hat mir einfach gut getan. Ja, Bob, du brauchst es ja niemand anderem zu erzählen. Sag mal, hast du mit Jenny geschlafen? Nein. Warum? Weil das alles noch schwerer gemacht hätte, finde ich. Für sie. Sie hat dich wirklich geliebt, ja? Ich nehme es an. Ich hätte sie nie wiedersehen dürfen, nachdem wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten. Scheiß Kerl! Das war bestimmt Gag. Hier Hauptwache? Ja, hier spricht Forrester. Es ist gerade ein Schuss abgegeben worden vor meinem Haus. Wissen Sie, nachts, wenn es still ist, können Fehlzündungen ganz hübsch laut knallen. Können Sie jemanden schicken? Hören Sie mal, wenn wir jedem ab... Sinnlos. Dass es Greg war, glauben Sie mir doch nicht. Herein. Ah, Mr. Forrester. Kommen Sie, setzen Sie sich. Tja, ich habe von dem Schuss gehört. Verwundet sind Sie anscheinend nicht. Nein. Heute Morgen waren 2 Polizisten bei mir. Sie haben das Geschoss gefunden. Eine 32er. Vermutlich haben Sie schon davon gehört. Nein, habe ich nicht. Aber etwas anderes, Mr. Forrester. Wincoops Leiche ist angeschwemmt worden, oberhalb von Trenton. Zumindest glauben wir, dass es Wincoop ist. Das ist absurd. Ja, ich weiß, dass Sie denken, Wincoop hat heute Nacht auf Sie geschossen, aber so wie die Dinge liegen... Meinen Sie nicht, dass vielleicht jemand anders den Schuss abgegeben hat? Welche Beweise haben Sie, dass es Wincoops Leiche ist? Bis jetzt keine. Aber der Tote ist genauso groß. Der Schädel ist zertrümmert. Kann von einem Felsen verursacht sein, sieht aber eher so aus wie von einem kräftigen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand, der als Waffe benutzt worden ist. Was soll ich dazu sagen?
Das ist nicht Wincoop. Hat Ihre Freundin nicht auch geglaubt, dass Sie ihn umgebracht haben, Mr. Forrester? Hat sie nicht darum Selbstmord verübt und gesagt, dass Sie den Tod verkörpern? Das steht hier nicht zur Debatte. Zur Debatte steht, ob der Tote Wincoop ist oder nicht. Und während Sie das herauszufinden suchen, werde ich wahrscheinlich umgebracht. Das bezweifle ich, Mr. Forrester. Hallo? Weißt du nun, wo Greg ist? Tot ist er! Tot! 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 Ja. Na, haben Sie was gefunden? Zwei Einschüsse ins Gefühl. Was ist denn... Bleiben Sie liegen, ganz ruhig. Was ist denn passiert? Sie haben Glück gehabt, nur eine Fleischwunde. Ist er wach? Ja. Na, was hat sich denn hier abgespielt, Mr. Forrester? Jemand hat auf mich geschossen. Durch das Fenster. Wie viele Schüsse? 5 oder 6. 2 von den Kugeln haben wir gefunden. Wieder eine 32er. Inspektor, der Mann hier hat eine Menge Blut verloren. Er muss jetzt schlafen. Okay, okay. Es genügt fürs Erste. Wir reden noch miteinander, Mr. Forrester. Kommen Sie, meine Herren. Was bin ich Ihnen schuldig? Sie sind mir nicht schuldig. Ich werde erst mal hierbleiben. Das ist besser, wenn man in Ihrem Zustand jemanden in der Nähe hat. So, und jetzt werden wir erst mal schlafen. Ja. Hallo. Ja, ist Mr. Forrester nicht da? Ich bin Arzt. Jemand hat auf Mr. Forrester geschossen. Er schläft jetzt. Er hat viel Blut verloren. Sind Sie ein Freund? Ja, Jack Nielsen. Wird ja immer... Gestern Nacht ist doch schon mal auf ihn geschossen worden. Glauben Sie, Doktor, dass der schießt, den er in den Fluss gestoßen haben soll? Nun, die Leiche... Ach, Sie glauben also, dass der tote Wincoop ist? Wissen Sie, Mr. Nielsen. Mr. Nielsen, ich bin Arzt und weiß sehr wenig über diese Geschichte. Naja, grüßen Sie den Patienten, Doktor. Ich rufe später wieder an. Ja. Doktor? Ja? Ich habe ja wohl eine Ewigkeit geschlafen. Bleiben Sie liegen. Schmerzen? Ich fühle mich ein bisschen komisch. Es ist kein Wunder. Ich muss da eine Arterie nähen. Kommen Sie. Nehmen Sie das da. Übrigens, Ihr Freund hat angerufen, Jack Nielsen. Ich habe doch nicht im Schlaf gesprochen, oder? Doch. Ja, bestimmt vom Tod. Brudertod, sagen Sie. Aber es klang gar nicht nach einem Albtraum. Ja, es ist möglich. Ich habe da einen Traum, der immer wiederkehrt. Der Tod ist eine ganz natürliche Angelegenheit. So natürlich wie die Geburt. Ich habe vor 10 Tagen meine Frau verloren. Lungenentzündung. Eigentlich eine ganz einfache Krankheit. Jedenfalls empfindet man sie als einfach. Ach, ich entschuldige Sie. Ich erzähle Ihnen da Sachen. Ich mache uns lieber mal was zu essen. Warten Sie. Von Jenny habe ich doch nicht gesprochen, oder? Von Jenny? Nein, ich glaube nicht. Das ist doch das Mädchen, das sich umgebracht hat, nicht? Ja. Wollten Sie sie heiraten? Das Schlimme war, sie liebte mich. Und Sie? Sie haben Nein gesagt? Es war gar keine richtige Liebesgeschichte zwischen uns. Und dann eigentlich doch wieder. Nie ist mir die Idee gekommen, sie könnte sich umbringen. Irgendwie war sie in den Tod verliebt. Warum liebte sie mich? Das ist zweifellos ein Fall für den Psychiater. Das Mädchen, meine ich. Ich habe nicht gedacht, dass Sie so gut kochen können. Oh. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich freue, mal wieder mit jemandem zusammen eine Mahlzeit anzunehmen. Wissen Sie, Sie sind der Erste, seit meine Frau gestorben ist. Und dabei sind Sie ein völlig Fremder. Das ist komisch, nicht? Ja,
Jemand, der einen Selbstmord auf dem Gewissen hat und der vielleicht einen anderen Mann ins Wasser gestoßen hat und es nicht gestehen will. Hm. Draußen ist es schon dunkel. Wie wär's mit dem Cognac? Nein. Ich hole ihn. Die sollen sich nicht bewegen. Doktor! Hier Krankenhaus Langley. Ich brauche sofort einen Arzt. Gerseder Road. Bei Forrester. Gleich hinter der Gabelung. Rechts, das weiß angestrichene Haus. Okay. Doktor. Doktorchen. Hallo? Hallo? Ja? Hier ist Forrester. Inspektor? Ja, Mr. Forrester? Wincoop hat wieder geschossen. Sind Sie verletzt? Der Doktor. Ich glaube, er ist tot. Ich schicke jemanden. Wir können ihn raustragen. Okay. Gut. Ja. Was ist jetzt? Da ist nichts mehr zu machen, Inspektor. Ja, ist gut, Doktor. Ja, Mr. Forrester. Wir haben Wincoop geschnappt, keine 100 Meter von hier. Er hatte die Pistole bei sich, aus der die 32er stammen. Er ist außer sich vor Wut. Dass wir ihn haben. Ja. Was zum Teufel wir denn von ihm wollten, was er denn getan habe. Sie hätten sein Mädchen umgebracht, er wäre gerade noch mal davongekommen. Ihre Frau habe ein Verhältnis mit ihm angefangen und ihn zu der ganzen Verfolgung angestachelt. Ja. Ist übrigens auf dem Weg hierher. Richten Sie meinen Glückwunsch aus. Es ist ihr fabelhaft gelungen, sich aus meinem Leben herauszuhacken. Wincoop hat sich das wahrscheinlich ausgedacht. Ach, darüber habe ich jetzt keine Lust mehr nachzudenken. Ich muss es jetzt mal weg. Irgendwohin. Gut. Rufen Sie an, wenn Sie zurück sind. Auf Wiedersehen, Mr. Forrester. Das war das Kriminalhörspiel Der Schrei der Eule nach Patricia Highsmith. Funkbearbeitung Marion Kolbach. Es sprachen Robert Forrester, Dietmar Müß, Jenny Tirolf, Esther Hausmann, Greg Wincoop, Helmut Zerl, Niki, Hannelore Hoger, Inspektor Siegfried Kernen, Jack, Gerhard Olszewski, Arzt Hans Hessling, Jennys Mutter Helga Bammert, Mrs. van Vliet Gerda Katharina Kramer. Außerdem Almut Bock, Hans Barein, Wolfgang Hartmann und andere. Regieassistenz Vera Wildgruber. Schnitt Renate Eickmeier und Rudolf Müller. Toningenieur Peter Kretschmann. Regie Hans Rosenhauer.